heute. Seit meiner Gründung Neustadt vor ca. 320 Jahren hat sich viel verändert. Aber trotzdem ist einiges noch so, wie ich es in Erinnerung habe. Und Gott sei Dank erreichte mich gestern Abend noch die Nachricht in meiner Gruft, welches große Fest heute hier stattfindet. Da fing mein altes Herz noch einmal an zu pochen. Viele Schüler lernen und machen hier ihr Abitur. Es gibt gute sowie schlechte Zeiten. Doch alle haben nur ein Ziel, die Schule zu beenden und sind vorbereitet ins Leben zu starten, die moderne Welt, in der Zukunft. Bisher nur unter dem Namen Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe ist diese Schule mittlerweile national sowie international bekannt. Erbaut und eröffnet am 3.11.1969, publik geworden durch den Besuch Günter Grass, bedeutender Minister wie Herr Reiche und Herr Ruprecht und seit 2001 durch das Wahlpflichtfach Reiten, was in enger Zusammenarbeit mit dem Gestüt steht. Ich freue mich über diese enge Verbindung und über die Entwicklung in der Region. Und heute ist ein bedeutender Tag für die Schule und für mich. Ich fühle mich geehrt und bin mit Stolz erfüllt, dass die Schule von nun an meinen Namen tragen wird. Danke vielmals. Es macht mich glücklich, dass ehemalige Schüler bald sagen werden, ich komme von der Prinz von Homburg-Schule.